Mit den Kleinen und für die Kleinen ging es gestern in Pfullingen beim traditionellen Kinderumzug durch die Straßen bis zum Marktplatz vor dem Rathaus. Beim Umzug warm gelaufen, durften die jungen Pfullinger sich dann in einem Wettkampf mit dem neuen Bürgermeister messen. Und der hatte trotz tatkräftiger Unterstützung seiner Rathausbelegschaft keine Chance gegen die Kindergartenkinder. Böse Zungen möchten behaupten, es habe sich um einen unfairen Wettkampf gehandelt. Aber unsere Bilder belegen eindeutig, die Horgerhexen haben Michael Schrenk sogar den Weg gefegt, damit es schneller geht. Wenn er das nicht nutzt. Aber es ging nicht nur um die Ehre. Der Verlierer muss dem Gewinner ein Frühstück ausgeben. Die Betreuerinnen und die Kindergartenkinder jedenfalls haben sich gefreut. Da dürfte das Verlieren das neue Stadtoberhaupt dann auch nicht ganz so geschmerzt haben.